Täglich, mehrfach, kommen mittlerweile die verbalen Angriffe aus der Türkei gegen die EU, gegen Deutschland. Die Emotionen kochen hoch. Und dabei fällt auch immer wieder auf, dass viele Deutsch-Türken sagen, ihr hier in Deutschland nehmt uns nicht wahr. Erdogan dagegen sieht uns, er kümmert sich. Das wollten wir genauer wissen. Und die Antworten, die wir bekommen haben, machen nachdenklich. Denn viele Deutsch-Türken, die hier geboren, aufgewachsen sind, egal ob sie nun für oder gegen Erdogan sind, fühlen sich nicht auf Augenhöhe. Sogar als Menschen zweiter Klasse. Auf der Zuschauertribüne von Intertürkspor in Kiel. Hier verfolgen Väter und Vereinsmitglieder ihre Damenmannschaft. Eigentlich hat keiner Lust, über Politik zu sprechen. Doch im Gespräch merkt man schnell, sie denken nach über die Rolle von Deutsch-Türken in Deutschland. Über das, was sie im Alltag erleben, was sie bedrückt. Ich habe mir ein Auto gekauft, ich arbeite, ich zahle Steuern und dann hieß es, was für Geschäfte machst du nebenbei? Ja, genau. Nur weil ich ein Türke bin, wie kann ich mir das leisten? Aber ich arbeite doch. Wir müssen uns immer für alle rechtfertigen. Ja? Haben Ausländer in Anführungsstrichen oder Menschen mit Migrationshintergrund, um politisch korrekt bei der Bezeichnung zu bleiben, mal irgendein Fauxpas geleistet, schon muss ich dafür gerade stehen. Und ich muss es auch erklären, ich verstehe nicht warum. Ja? Ich bin ganz normaler Bürger in diesem Land, ich bin hier geboren und groß geworden. Ich versuche das Arbeitsleben mitzugestalten, arbeite auch, habe ein Haus. Also ich bin eigentlich so gesehen sehr bürgerlich, aber so werde ich nicht behandelt. Alleine schon zu uns sagen, wieso könnt ihr so gut Deutsch? Ich sage, was soll ich denn reden? Soll ich mit euch, Türkisch kann ich, kann Polnisch gebrochen, ich kann Arabisch ein bisschen. Ich sage, und du kannst nur eine Sprache. Alle sind in Deutschland groß geworden und haben einen Beruf. Neben der Familie engagieren sie sich ehrenamtlich im Verein. Eigentlich ziemlich deutsch. Doch es reicht nicht. Veralbert werden sie trotzdem. Manchmal werde ich veralbert dafür, dass ich kein Schweinefleisch esse. Ist doch so, oder nicht? Dann denke ich, wieso isst du das denn nicht? Ja, das ist mein Glauben. Wieso gehst du nicht über Rot bei der Ampel? Das ist einfach eine Regel, an die man sich halten muss. Was mich am allermeisten kränkt an der ganzen Geschichte, ist dieses Wort Islamist. Also mein Glauben wird einfach mit Terror in Verbindung gebracht. Der Bart, den ich jetzt trage, wird mit Terror in Verbindung gebracht. Mal müssen sie sich für Terrorismus rechtfertigen, jetzt für den türkischen Präsidenten. Demonstriert irgendjemand für Erdogan, hören sie am nächsten Tag immer dieselbe Frage. Ja, warum seid ihr denn noch hier überhaupt? Was ist das für eine Logik? Wie geht das denn? Warum kann er nicht mit mir darüber diskutieren? Oder warum können die nicht mit uns darüber reden? Warum muss er mir sagen jetzt, warum bist du denn noch hier? Geh doch zurück. Was ich letztens richtig schlimm fand, dieser Hass, das habe ich gesehen. Ich habe den Auftritt von dem Außenminister in Hamburg habe ich bei Facebook über eine Zeitung verfolgt. Die haben einen Livestream gemacht. Und dann schreibt da ein deutscher Mitbürger als Kommentar rein, wo ist der LKW, wieso fährt er nicht in die Menge rein? Oh, yeah. Ich dachte, ich lese nicht richtig. Viele haben den Eindruck, dass sich die deutschen Politiker nicht für sie interessieren. Anders als Erdogan. Ein türkischer Staatsbürger hätte zum Wählen in die Türkei fliegen müssen. Erdogan hat das geändert. Jetzt kann Hüseyin El-Mahdi von Deutschland aus seine Stimme abgeben. Ich bin einer, der hat kein Wahlrecht, gar nicht. Ich war in der Luft. Er hat mir das Wahlrecht gegeben. Er hat gesagt, komm zur Urne, fahr in dein Konsulat und wähl für dein Land. Hier kannst du nicht entscheiden, aber da kannst du was entscheiden. Also tu es. Und das haben wir jahrelang nie gekonnt. Ich war für mich ein ganz neues Erlebnis. Neue Struktur, ich musste erstmal durchkämpfen, wo ich hin muss und wurde mir gesagt und dann in die Kabine. Ich habe mich richtig gut gefühlt. Aber das ist auch. Ja dann. Ne? Das war eine Form von Anerkennung erstmal, oder? Das war eine Form von Anerkennung. Du wirst als Mensch akzeptiert, du hast eine Meinung, die du auch kundtun kannst. Diese Anerkennung fehlt vielen in Deutschland. Mehr als die Hälfte der Deutsch-Türken fühlt sich als Bürger zweiter Klasse. So wie Abdullah Sipoui. Er lebt seit 14 Jahren in Deutschland und hat seinen eigenen Friseursalon. Er kann zwar Deutsch, aber vor der Kamera möchte er lieber Türkisch sprechen. Eine Diskriminierung gibt es, das sieht man doch. Die gibt es überall. Die Türken sind jetzt wach. Früher hatten wir nicht so viel Selbstvertrauen, aber jetzt gibt es Erdogan. Erdogan ist für ihn ein Hoffnungsschimmer. Er stärkt das gekränkte Selbstwertgefühl. Ich sehe das überall. Wir sind die zweite Klasse. Natürlich macht uns das sehr traurig. Schließlich sind wir doch ein Teil von hier. Ob sie uns nun akzeptieren oder nicht, letztendlich leben wir in Deutschland. Wir verdienen unser Geld hier, wir zahlen Steuern, wir haben unser Leben hier. Natürlich macht uns das traurig. Vor 2 Wochen ungefähr ist mir das passiert. Irgendwas ist schiefgelaufen bei uns im Laden. Obwohl nicht das
obwohl nicht das ich war, ne, ist die Person zu mir gekommen und hat mich einfach als scheiß Kanaken beleidigt, obwohl nicht ich das war. Sie meinte, das warst bestimmt du scheiß Kanake. Sowas passiert immer. Zeynep Kahle ist in Deutschland geboren und arbeitet heute als Anwältin. Ist es für sie deshalb leichter? Ich hatte oft das Gefühl, dass wenn ich Türkisch in der Öffentlichkeit spreche, dass manche dann genervt gucken. Das ist zum Beispiel so etwas, woran man in Deutschland sehr gut arbeiten könnte, nämlich dass die türkische Sprache nicht mehr so kritisch beäugt wird. Was ist schlimm daran, wenn Menschen eine andere Sprache sprechen? Würde man auch so gucken, wenn jemand Französisch spricht und man selber kein Wort Französisch spricht? Ich glaube nicht. Deswegen haben viele Türken ja auch das Gefühl, es geht wirklich explizit um sie. Dennoch, Deutschland bleibt ihr Zuhause. Zeynep Kahle lässt sich nicht in die Opferrolle drängen. Anderen fällt das schwer. Das ist nach meiner Erfahrung immer so die größte Ursache dafür, dass Menschen sich hier abgehängt fühlen und dann lieber sagen, okay, wenn ihr mich hier nicht wollt, dann muss ich eben zurückgehen. Und selbst wenn ich noch nicht zurückgegangen bin, fange ich schon mal an, mich von hier aus mehr für mein Heimatland zu engagieren. Auch Refik Tanrikulu kennt solche Gedankenspiele. Doch hier bei Interspor wollen sie noch nicht resignieren. Im Gegensatz zu ihren Vätern sind sie hier nicht mehr nur Gast. Ich weiß, dass mein Papa 40, 45 Jahre HDW gearbeitet hat hier in Kiel, der zu jedem Ja und Amen gesagt hat. Aber wir können das nicht. Ich meine, ich möchte nicht so behandelt werden wie mein Vater vor 45 Jahren. Wir haben eben auch was gelernt und wir sind ein Teil dieser Kultur. Wir sind alle gleich, im Endeffekt sind wir alles Menschen. Ich denke anders als du denkst anders als ich. Wir haben alle eine verschiedene Meinung, aber wir sind ja trotzdem Menschen. Wir wollen ja einfach nur in Frieden miteinander leben. Und da gehört auch ein bisschen Toleranz dazu. Okay. Freundschaft funktioniert nur, wenn sich beide Seiten füreinander interessieren und Unterschiede akzeptieren. Wir sind eins. ARD.